Ein rauer Wind weht über die Rennbahnstraße der Heimstätte von Blau-Gelb Berlin. Sie empfangen im Nachholspiel der Bezirksliga Staffel 3 die zweite Mannschaft des Berliner SC während einer durchwachsenen Phase der Saison. Die Aufstiegsambitionen der Hausherren müssen derzeit einem Mittelfeldplatz weichen. Das Team von Thomas Leifheit hofft auf die Trendwende, damit man trotz zuletzt zwei sieglosen Spielen und des Vollmondes wieder ruhig schlafen kann. Ruhig ist der Auftakt der Partie nicht. Blau-Gelb in den eigenen Farben von links nach rechts mit den ersten Offensivbemühungen. Der Ball auf der linken Seite rutscht in die Spitze durch. Die erste große Chance endet aber am Aluminium, das erste Ausrufezeichen. Danach folgt ein Eckball von links. Der findet in der Mitte den freistehenden Marc Holzki und der macht das 1:0. Ein traumhafter Start für die Blau-Gelben. Holzki hat den Platz, auch weil Oevermann den Kontakt zum Mittelfeldmann verliert. Das erste Saisontor für Holzki, das erste Tor in der Partie. Und die Gastgeber wollen es nicht bei diesem einen Tor belassen. Bittner in der Mitte lässt durch, dadurch ist der Platz frei für Erik Hanisch. Und der macht das 2:0. Es scheint ein blau-gelber Abend zu werden. Bittner verwirrt mit seiner Finte die komplette Verteidigung. Hanisch lässt sich das nicht zweimal sagen. Mit einer 2-Tore-Führung geht es in die Pause. Nach einer Viertelstunde bekommen die Gäste die eiskalte Realität zu spüren. Oevermann mit dem katastrophalen Querpass auf Hanisch. Aber Streke stört im letzten Moment. Großes Glück für den BSC. Steffen Müller, der Trainer vom BSC, musste in seiner 7-jährigen Amtszeit 2:1-4 Niederlagen gegen Blau-Gelb hinnehmen. Dieser Freistoß ist das Gefährlichste, was er von seiner Mannschaft bis dato sieht. Der Freistoß auf der anderen Seite rutscht Haberland aus der Hand und gedankenschnell staubt der Kapitän ab. 3:0 für Blau-Gelb. Erik Biesenack mit seinem ersten Saisontor. Vor einigen Wochen hat er am Spreekick-Mikrofon die Chancenverwertung der Mannschaft thematisiert. In diesem Spiel ist diese weitaus besser als in den vergangenen Partien. Jetzt trifft er selber, der Lapsus des unglücklichen Keepers hilft ihm dabei maßgeblich. Weiterhin sind die Hausherren auch Herr im Haus. Der Eckball kommt auf die Strafraumkante. Bittner versucht den Abschluss direkt, doch Haberland mit der Klasse Parade. Die Chance lebt aber weiter. Flanke von rechts. Holzki steht bereit. Doppelpack 4:0. Es ist ein Befreiungsschlag in Blau und Gelb. Marc Holzki sorgt für die Glücksgefühle an der Seitenlinie. Zunächst lehnt Haberland Bittners Bewerbung auf das Tor der Woche ab. Im Nachgang muss sich der Keeper allerdings dem erneut kriminell freistehenden Holzki geschlagen geben. Blau-Gelb spielt sich in einen Rausch. Bittner und Wittan wagen den gemeinsamen Vorstoß, tanken sich durch die komplett resignierte BSC-Abwehr durch. Die Hereingabe landet bei Nick Chaplin-Schuster und der macht ganz einfach das 5:0. Er ist einer der starken Spieler der vergangenen Saison. 10 Tore hat er in dieser erzielt. In dieser Spielzeit kommt er nun auf 3 Treffer. Die Vorarbeit hat es ihm denkbar leicht gemacht. Dem BSC droht die zweite Niederlage in Folge. Der Ball kommt aber zu Joscha Löbig, der versucht sich an der Ergebniskosmetik, doch scheitert an Paul Grau im Kasten, der an diesem kalten Abend sehr wenig zu tun bekommt. Aber Löbig zeigt Klasse. Hackenlupfer auf Meißner. 3 Blau-Gelbe versperren ihm den Weg. Er legt sich den Ball zurecht, findet das Netz. 5:1 nur noch. Es ist nur Ergebnismakulatur. Trotzdem ist dieses Tor aufgrund der Vorlage von Löbig ein sehenswertes. Es ist das zweite Tor für Meißner in der laufenden Spielzeit. Blau-Gelb bleibt damit im 6. Spiel in Folge ohne weiße Weste. Dafür klappt es dieses Mal offensiv und Hackenpässe können die Gastgeber auch Schuster. Mit der Vorlage doch Jorma Haberland im Tor verhindert Schlimmeres. Der Keeper mit einem durchwachsenen Tag. Aber dieses Fazit lässt sich auf die gesamte Mannschaft übertragen. Vom Anpfiff bis zur Nachspielzeit ist Blau-Gelb eine Offensivmacht, der die Adlerträger nicht gewachsen sind. Am Ende darf sich der beste Torschütze der Gastgeber auch auf dem Spielbericht verewigen. Tom Bittner macht das halbe Dutzend voll. Sein 8. Tor in den letzten beiden sieglosen Partien gegen Lichtenberg und Hirschgarten war er erfolglos. Hier vollendet er eine dominante Vorstellung. Wie ein starker Wind wehten die Blau-Gelben über den eigenen Platz. 6:1 gegen den Berliner SC2, das ist der Endstand. Ein Sieg,
bei dem vor allem die Chancenverwertung den Trainer glücklich stimmt. Thomas Leifheit mit dem Fazit am Mikrofon bei Yannick Jossupait. Na, erstmal natürlich ist es schön, dass wir jetzt wieder mal ein Erfolgserlebnis hatten, nachdem wir zwei Spiele oder jetzt am Sonntag verloren hatten und davor bei Lichtenberg unentschieden gespielt haben. Was mich freut, sind, dass wir heute mal aus unseren Chancen Kapital geschlagen haben. Das war das Problem in den letzten Spielen gewesen, dass wir einfach zu viele Chancen gehabt haben und kein Kapital daraus geschlagen haben. Der Vollmond bringt der Chancenverwertung Glück. Blau-Gelb rangiert damit auf Platz 8 und darf vor dem Pokalwochenende den Blick wieder nach oben richten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.